Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal Tipps, Tricks and More. Und Leute, bevor das Video hier richtig beginnt, lasse ich erstmal die Bilder für sich sprechen. Und zwar, hey Siri, öffne den Frunk. Ist das nicht geil? Und genau um das Thema soll es heute auch gehen, denn wir werden heute den vorderen Kofferraum eines Tesla Model 3 völlig automatisieren. Das heißt, in diesem Video werde ich euch nicht nur eine sehr, sehr ausführliche Anleitung geben, wie ihr euer Tesla Model 3 selber auf so etwas hier umrüsten könnt, sondern ich werde am Ende des Videos auch darüber reden, wie sieht das denn mit der Garantie aus? Verfällt vielleicht die ganze Garantie vom Tesla? Wie viel kostet so ein Umbau? Kann man das auch irgendwo umbauen lassen? Und natürlich die Frage, lohnt sich das Ganze überhaupt? Die von euch, die mich schon länger verfolgen, wissen ja, dass ich hier in meinem Tesla Model 3 schon sogenannte Soft-Close-Türen nachgerüstet habe. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr sehr gerne hier oben rechts mal klicken. Da gibt es auch eine komplette quasi Tutorial-Anleitung, wie ihr das theoretisch selber nachrüsten könnt. Und damals hat dieser Umbau ja schon mit der Firma M-Tech stattgefunden. Und was soll ich sagen, das gleiche ist jetzt hier auch beim Frunk so. Bevor das Video hier anfängt, will ich natürlich erstmal alle Irrtümer aus dem Weg schaffen. Ich wurde für dieses Video nicht von M-Tech bezahlt. Ich habe auch keine Komponente hier von dem Frunk irgendwie kostenlos bekommen und deswegen hört ihr natürlich hier meine ganz persönliche und eigene Meinung. Da aber ja die treuen Abonnenten von euch wissen, dass ich eine Videografiefirma habe, das heißt, ich erstelle für Firmen Video im Auftrag, findet ihr auf dem offiziellen M-Tech-Kanal quasi auch nochmal so ein Installationsvideo, was von meiner Firma erstellt wurde, wo ich auch am Anfang als Sprecher für M-Tech im Namen von M-Tech deren Produkte präsentiere. Das Ganze hat aber nichts jetzt hier mit meinem YouTube-Kanal oder hier irgendwie mit diesem Video zu tun und ich wurde hierfür nichts bezahlt. Jetzt aber zu dem Frunk. Und zwar kennen wir ja alle den normalen Tesla Frunk. Wir können in der App oder auf dem Display oder halt auch mit dem Tesla Key Fob durch Doppeltippen den Frunk öffnen und dann flippt er eigentlich nur so hoch und dann müssen wir mit Hand den weiter öffnen. Das ist alles gut und in Ordnung, aber gerade wenn man zum Beispiel mal mit Einkaufstaschen vorne an Frunk kommt, ist es natürlich geil, wenn der sich schon aufmachen würde und man könnte Sachen reinlegen. Und ich muss auch sagen, ich finde es sowieso mega geil, dass es die Möglichkeit gibt, den Frunk so automatisch aufgehen zu lassen. Das ist einfach ein Hingucker überall und super genial. Bevor wir zu dem Installationsvideo kommen und am Ende vom Installationsvideo zu einer kompletten Demo, das heißt, wie kann die Frunk-Automatik jetzt geöffnet werden, übers Display, über den Keyfob und so weiter, will ich noch einmal ganz kurz über M-Tech reden. Und zwar ist M-Tech der einzige deutsche Anbieter, der quasi solche Umbauten für den Tesla anbietet. Warum ist das gut? Nun ja, M-Tech ist der einzige Hersteller, und das sage ich wirklich, der einzige weltweite Hersteller, der diese Umbauten nach deutschen Standards und Richtlinien baut. Dann noch ein ganz großer Punkt bei M-Tech: alle Komponenten sind vom deutschen Institut für Normung zertifiziert und genormt. Das heißt, wir haben hier auch Teile, die vom deutschen TÜV so abgesegnet sind und eine deutsche Zertifizierung haben. Ich könnte jetzt noch 10 weitere Gründe aufzählen, zum Beispiel, dass alle Komponenten von M-Tech in Deutschland geprüft werden und auch dort entwickelt werden. Aber da würde ich hier noch ewig stehen, deswegen einfach meine Aussage und meine persönliche Meinung auch dazu. M-Tech ist definitiv, wenn ihr gute Komponenten haben wollt, der beste Anbieter, den ihr im Moment weltweit finden könnt. Natürlich sind die Komponenten dann alles in allem ein bisschen teurer, aber ihr bekommt auch die Qualität, die auch lange hält. Jetzt habe ich aber auch schon wieder lang genug rumgeredet. Ich würde sagen, wir schauen uns mal an, wie man das Ganze installiert. Wir beginnen mit der Installation, indem wir die hier gezeigte Verkleidung entfernen. Diese muss dazu an 7 Punkten durch leichtes nach oben ziehen gelöst werden. Ist das geschehen, kann auch das hier gezeigte Verkleidungsteil wie im Video gelöst werden. Um die komplette Frunkschale entnehmen zu können, müssen einige Schrauben und das Verkleidungsteil in der Front entfernt werden. Dieses kann durch einfaches nach oben ziehen ganz einfach gelöst werden. Um das Teil komplett abnehmen zu können, ziehen wir noch das Gabel des hier gezeigten Schalters ab. Um jetzt die Frunkschale entnehmen zu können, lösen wir die hier gezeigten insgesamt 7 Schrauben. Die Frunkschale ist an beiden Seiten mit Clips befestigt. Um diese zu lösen, beginnen wir an einer Seite und brauchen die Schale nur anzuheben, damit diese Clips aus ihrer Fassung rutschen.
Sobald die Frankschale komplett gelöst ist, können wir das gesamte Teil nach oben aus der Fahrzeugkarosse heben und beiseite legen. Wir haben nun alle nötigen Vorarbeiten erledigt, um mit der Installation der Frankautomatik zu beginnen. Im ersten Schritt müssen wir die zwei Gasfedern der Haube gegen die Komponenten von MTEC austauschen. Dazu ist es wichtig, dass die Haube während der gesamten Umrüstung von einer zweiten Person gestützt wird. Ebenso rüsten wir jeweils nur eine Seite zur Zeit und nicht beide Seiten gleichzeitig um. Um die alten Gasfedern auszubauen, gehen wir vor, wie im Video gezeigt. Jetzt, wo die alte Gasfeder ausgebaut ist, müssen wir nur noch das Befestigungsteil an der Seite der Haube gegen ein neues von MTEC austauschen. Dazu lösen wir das alte Teil mit zwei Muttern und nehmen das neue Teil zur Hand. Dieses ist mit einem Pfeil, der im geöffneten Zustand der Haube nach oben zeigen soll, und einem L oder R für die jeweilige Fahrzeugseite markiert. Sobald sichergestellt ist, dass wir das richtige Teil haben, können wir dieses befestigen. Die Muttern sollten dabei nur handwarm festgezogen werden. Nun können wir einen der neuen elektrischen Hubarme zur Hand nehmen. Jeder Hubarm ist für beide Fahrzeugseiten geeignet, sodass hier keine festgelegte Seitenzuordnung erforderlich ist. Für die linke Fahrzeugseite verlegen wir das Kabel des Zylinders unter dem hier gezeigten Verkleidungsteil. Bei der Installation des Hubarms beginnen wir mit dessen Unterseite. Durch mäßig starkes Ziehen rastet dieser fest in seiner Fassung ein. Um auch die Oberseite zu befestigen, muss der Hubarm eventuell oberhalb in die richtige Position gedreht werden. Danach kann auch diese Seite mit mäßig starkem Drücken in seiner Endposition einrasten. Damit haben wir den ersten Hubarm erfolgreich installiert und können den gleichen Prozess nun auch für die andere Fahrzeugseite ausführen. Heißt, als erstes die alte Gasdruckfeder entfernen und die Befestigungsplatte ersetzen. Das Kabel des neuen Hubarms kann unter dem hier gezeigten Verkleidungsteil verlegt werden. Jetzt kann auch dieser befestigt werden. Danach ist die Haube wieder stabil und braucht nicht mehr von einer zweiten Person gestützt werden. Als nächstes nehmen wir die Umbauten an der Schlosseinheit vor. Hier werden ein Motor für den Soft-Close-Mechanismus sowie eine neue Feder verbaut. Bei der Schlosseinheit lösen wir dazu als erstes die hier gezeigte Schraube. Jetzt kann die alte Feder mit einem Federzieher entnommen werden. Um den neuen Schließmechanismus zu verbauen, müssen wir den hier gezeigten Pin in die hier gezeigte Öffnung führen. Dazu nehmen wir das Teil, führen den Pin und die Öffnung ineinander und drehen es dann in seine richtige Position. Die am Ende des Baudenzugs befestigte Platte stecken wir in gezeigter Weise auf einen Pin der alten Schlosseinheit auf. Bevor wir den Schließmechanismus in seiner finalen Position befestigen, drehen wir die Stellschrauben so, dass an dem Ausgang des Baudenzugs nur noch vier Schraubenwindungen sehbar sind. Jetzt kann der Schließmechanismus mit der am Anfang gelösten Schraube wieder fixiert werden. Als letztes müssen wir jetzt noch die neue Feder einsetzen. Hier kann auch wieder der Federzieher benutzt werden. Der mechanische Umbau ist nun weitestgehend erledigt und wir beginnen mit der Verkabelung der Stromversorgung. Für die positive Stromversorgung nehmen wir uns den hier gezeigten Adapter. Dieser muss nun mit seinem Gabelschuh an den Pluspol der 12-Volt-Batterie angeschlossen werden. Ist das geschehen, fahren wir mit der Verkabelung der beiden neuen elektrischen Hubarme fort. Dazu verbinden wir erstmal die jeweils zwei Stecker eines Hubarms mit dem Hauptstecker. Dabei, so wie bei allen anderen Steckverbindungen, sollte besonders darauf geachtet werden, dass die Stecker ineinander einrasten. Dieses ist nicht nur für eine uneingeschränkte Funktionsweise essentiell, sondern auch für die kompromisslose Gewährleistung der Witterungsbeständigkeit notwendig. Sind beide Hubarme an unseren Hauptstecker angeschlossen, fahren wir mit dem Kabelmanagement genau dieser Kabel fort. Diese können einfach an dem schon vorhandenen Kabelbaum befestigt werden. Jetzt müssen wir den schon vorhandenen Stecker des elektrischen Schließmechanismus entfernen. An dieser Stelle wird nämlich jetzt einer unserer Adapterkabelbäume zwischengebaut. Dazu wird der hier gezeigte Stecker einfach wieder an den elektrischen Schließmechanismus angesteckt. Der alte Stecker, den wir vorher dort entfernt hatten, verbinden wir mit dem neuen Buchsenstecker unseres Kabelbaums. Das gleiche passiert mit dem hier gezeigten Stecker direkt an der Schlosseinheit. Den alten Stecker ab, unseren Adapter aufstecken und den alten Stecker dann wieder in die Buchse des neuen Kabelbaums einstecken.
Den neuen Kabelbaum, welcher die Schlosseinheit und den alten elektrischen Schließmechanismus mit einschließt, müssen wir nun auch mit dem Hauptstecker verbinden. Das letzte Kabel, welches noch übrig bleibt, ist das des neuen Motors für den Soft-Close-Mechanismus. Das Kabel ist dabei schon von Haus aus mit dem Hauptstecker verbunden. Um einen akustischen Hinweis vor dem Schließen und Öffnen des Frunks zu erhalten, verbinden wir als letztes den mitgelieferten Tongeber mit der hier gezeigten Buchse des Hauptsteckers. Die zwei Buchsen des Hauptsteckers, welche ungenutzt bleiben, isolieren wir gründlich, um auch hier eine Witterungsbeständigkeit zu garantieren. Jetzt, wo alle Komponenten mit dem Hauptstecker verbunden sind, greifen wir die Masse unserer Stromversorgung an dem hier gezeigten Punkt der Fahrzeugkarosse ab. Besonders dort sollte man wieder auf eine gute Verbindung achten. Sind alle Komponenten mit dem Hauptstecker verbunden, kann dieser nun in die Hauptsteuerungseinheit eingesteckt werden. Als letztes, um die Hauptsteuerungseinheit mit Strom zu versorgen, verbinden wir den hier gezeigten Stecker mit dem bereits angeschlossenen Adapterkabel am positiven Pol der 12-Volt-Batterie. Jetzt sind alle Verkabelungen der neuen Komponenten erfolgreich erledigt und wir können einen ersten Schließtest durchführen. Davor verbinden wir noch den Schalter von der Verkleidung der Schlosseinheit und stellen sicher, dass sich das Fahrzeug nicht im Ruhezustand befindet. Die Signalleuchte der Hauptsteuerungseinheit sollte nun blinken. Um die beiden neuen elektrischen Hubarme zu initialisieren, halten wir den Drucktaster neben der Signalleuchte ca. 5 Sekunden lang gedrückt, bis ein Signalton ertönt. Durch ein Betätigen von zum Beispiel dem Schalter im Innenraum des Frunks können wir nun einen ersten Test durchführen. Sofern alles funktioniert, können wir nun noch die Schließgeschwindigkeit definieren. Dazu halten wir den Drucktaster so lange gedrückt, bis ein langer Signalton ausgegeben wird. Der Taster muss nun je nach Wahl bei der gewollten Geschwindigkeit losgelassen werden. Ein folgender zweifacher Signalton definiert dabei die langsamste Schließgeschwindigkeit und ein sechsfacher Signalton die schnellste. Nun müssen wir noch die Hauptsteuerungseinheit an der hier gezeigten Stelle befestigen. Dazu reinigen wir als erstes den Fahrzeugkarossenabschnitt, aber auch die Komponente selber. Dann kleben wir einen Streifen des beiliegenden 3M-Klebers auf die Rückseite der Komponente und befestigen diese mit Druck an der hier gezeigten Stelle über Kopf an der Fahrzeugkarosse. Der Hauptstecker sollte dabei ins Innere des Fahrzeugs zeigen. Als letztes müssen wir nun nur noch den Motor für den Soft-Close-Mechanismus befestigen. Dazu reinigen wir als erstes die dafür vorgesehene Stelle. Damit der Motor später bestens hält, befestigen wir diesen mit dem 3M-Kleber und Alubutyl. Dazu kleben wir als erstes ein Stück des 3M-Klebers auf die Motoreinheit. Dann nehmen wir uns ein Rechteck aus Alubutyl und kleben dieses an den hier gezeigten Punkt im Fahrzeug. Der Motor sollte später so weit wie möglich im Inneren liegen, damit er nicht mit der Frunkschale zusammenstößt. Dann können wir den Motor auf die Alubutylschicht kleben. Um diesen nun noch weiter zu dämmen, nehmen wir uns ein zweites, größeres Rechteck aus Alubutyl und kleben dieses auf die Motoreinheit und auf den anderen Alubutylstreifen. Wir achten dabei darauf, dass das Alubutyl an allen Seiten fest mit dem Untergrund verbunden ist und der Bauanzug des Motors völlig frei hängt. Damit sind alle neuen Komponenten verbaut und wir müssen uns nur noch um das Kabelmanagement kümmern. Hierbei sollte man einfach so vorgehen, dass es am Ende sauber aussieht und aber auch keine Kabel mehr frei hängen. Die Kabel lassen sich hierbei am besten mit Kabelbindern an den bereits vorhandenen Kabelbäumen befestigen und längs führen. Ist das geschehen, können wir auch schon wieder die Frunkschale einsetzen und verschrauben. Da durch die Dichtung der Frunkschale ein höher liegender Widerstand gegen die Haube entsteht, kann es bei einem erneuten Funktionstest dazu kommen, dass der Frunk nicht mehr komplett schließt. Dieses Problem lässt sich aber schnell und einfach auch mit montierter Frunkschale lösen. Dazu drehen wir die Einstellschraube an der Schlosseinheit einfach so weit, dass zum Beispiel nur noch drei Schraubenwindungen zu sehen sind. Schon solch kleine Veränderungen führen dann wieder zu einer funktionstüchtigen Frunkautomatik. Sofern der Frunk problemlos schließt und öffnet, war der Einbau ein voller Erfolg. Jetzt nur noch die Verkleidung der Schlosseinheit aufsetzen, die beiden hier gezeigten Verkleidungsteile anbringen und dann ist der Umbau erfolgreich beendet. So einfach und schnell haben wir jetzt den Frunk hier automatisiert. Jetzt aber die Frage, mit welchen Methoden kann ich ihn denn öffnen und auch wieder schließen? Als erstes natürlich ganz klar die Tesla-eigene App. Das heißt, ihr geht in die App rein, drückt hier Frunk öffnen, okay, und dann seht ihr schon, der Frunk öffnet sich hier. Genauso lässt sich der Frunk auch wieder schließen. Das heißt, wir können hier wieder raufdrücken, in der App sagen, Frunk quasi wieder schließen und dann schließt er sich auch hier.
Eine weitere Methode ist natürlich der Tesla Key Fob. Und zwar können wir da ganz bequem vorne auf die Motorhaube doppelt draufklicken und dann öffnet sich hier auch der Frunk. Das gleiche funktioniert auch fürs Schließen. Das heißt, wenn wir hier zweimal raufdrücken, schließt sich der Frunk auch wieder automatisch. Als vorletzte Methode des Schließens lässt sich natürlich das Display im Tesla Innenraum verwenden. Das heißt, wir können dort einfach wie gewohnt den Frunk öffnen und sobald er offen ist, auch wieder über das Display schließen. Die dritte Methode, und dazu muss ich ihn jetzt hier quasi einmal auföffnen, ist der Knopf im Frunk Innenraum. Das ist gerade dann praktisch, wenn man zum Beispiel Einkäufer die hier vorne reinpackt und dann quasi wieder in Tesla reingehen will. Man kann ihn ja jetzt quasi nicht mehr hier runterziehen, sondern man packt seinen Kram hier rein, drückt dann den Knopf hier im Frunk Innenraum und dann schließt er sich auch so ganz bequem. Ich finde es so geil, diesen Soft-Close-Mechanismus am Ende. Als letztes jetzt nochmal zu der Frage, wie sieht es eigentlich mit der Garantie aus? Und wir beginnen dort mal mit MTEC. Und zwar bietet MTEC euch eine 4-jährige Garantie auf alle von MTEC verbauten Parts. Das heißt, sollten die Hubarme kaputt gehen, sollte irgendwie die Controllerboxen Schaden bekommen, sollte die Schlosseinheit da irgendwas mit der Feder passieren und so weiter, das ist alles komplett abgedeckt von MTEC und ihr bekommt dort alles kostenlos ersetzt bzw. repariert. Das also dazu, aber wie sieht es eigentlich mit dem Tesla und der Tesla Garantie aus? Dazu erstmal vorweg, die Batterie sowie der Antriebsstrang, die Motoren und so weiter bleiben komplett unversehrt. Das heißt, da braucht ihr euch absolut keine Sorgen machen, dass euch Tesla da irgendwie die Garantie verweigert. Die Tesla-Garantie sagt aus, dass alle Teile, an denen etwas verändert wurde, quasi ihre Garantie verlieren. Was ist das jetzt hier im Falle der Frunk-Automatik? Im Teil der Schlosseinheit ist das tatsächlich nur die kleine Feder, die wir ersetzt haben. Das heißt, dafür würde euch Tesla die Garantie verweigern. Das ist aber wiederum kein Problem, weil MTEC euch ja 4 Jahre Garantie gibt. Und der zweite Punkt, wofür man die Garantie verliert, sind tatsächlich nur diese Befestigungslaschen hier oben an der Haube. Das heißt, nur diese kleinen Brackets, die wir da quasi neu von MTEC angeschraubt haben, die verlieren auch ihre Garantie. Also im Prinzip wirklich absolut nicht wild. Im allerallerschlimmsten Fall und wenn das Service Center wirklich sehr, sehr, sehr streng ist, würdet ihr die Garantie für die komplette Fronthaube hier verlieren. Das ist aber auch überhaupt kein Problem, denn wenn wir mal ehrlich sind, den einzigen Garantiefall, den man sich da erdenken könnte, ist tatsächlich ein Korrosionsschaden, aber der muss dann auch, dass der von Tesla übernommen wird, direkt beim Kauf schon festgestellt werden und dort habt ihr eh noch keine Frunk-Automatik installiert. Das also dazu, ihr braucht euch auf jeden Fall keine Sorgen, um die Garantie zu machen. Das sind wirklich minimale Teile, die hier quasi ihre Garantie verlieren. Anders sieht es natürlich aus mit anderen Herstellern wie Henshaw oder Tesland. Henshaw und Tesland sind übrigens die gleichen Teile, wer das von euch nicht wusste. Die haben keine Zertifizierung, sind nicht für den deutschen Markt ausgelegt, sind auch nicht wasserbeständig. Das nur mal so am Rande. Ebenfalls ist es bei den Teilen von Henshaw, also quasi auch Tesland, so, dass die quasi einen Fußsensor verbauen und der ein riesiges, riesiges Sicherheitsrisiko birgt, da tatsächlich so der Frunk während der Fahrt aufgehen kann. Das wurde auch auf YouTube schon mal bewiesen. Ich blende euch das hier mal rein. Also wirklich ein riesiges, riesiges Sicherheitsrisiko, was an seine Kunden übergeben wird. Deswegen würde ich da tatsächlich vom Kauf abraten und lieber ein paar Euro mehr ausgeben für eine Frunk-Automatik, die bei Hitze funktioniert, die bei Wasser funktioniert, die eine 4-jährige Garantie hat, vom TÜV abgenommen ist, in Deutschland getestet und zertifiziert und entwickelt wurde. Ich glaube, das spricht alles für sich. Und damit soll es das auch schon wieder gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Ihr dürft auch sehr gerne diesen Kanal abonnieren und die kleine Glocke dazu. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video von mir online kommt. Und wenn du dir da draußen planst, ein Tesla Model S, X, Y oder 3 zu kaufen, darfst du natürlich sehr gerne meinen Referral-Code für deine Bestellung nutzen, denn so bekommen du und ich jeweils 1500 Kilometer gratis Supercharging, das heißt gratis Reichweite an den Tesla Superchargern und so unterstützt du natürlich mich und meinen Kanal. An dieser Stelle geht natürlich wie in jedem Video von mir ein großes Dankeschön an die von euch raus, die letzte Woche über meinen Referral-Code bestellt haben. Deswegen ein großes Dankeschön an Kai, Henrik und Björn. Das war's von mir. Wenn ihr euch fürs Thema Elektromobilität oder speziell Tesla interessiert, dürft ihr natürlich sehr gerne weitere Videos auf meinem Kanal anschauen. Ansonsten sehen wir uns nächsten Sonntag wieder und bis dahin wünsche ich euch natürlich einen ganz schönen Tag und auf Wiedersehen. Ciao!